Herr Urban, wir sind hier vor prächtiger Kulisse im Landtag, im Sächsischen Landtag mit dem Blick über Elbflorenz. Wird von hier aus nach dem 1. September dieses Jahres Geschichte geschrieben? Also wir hoffen das. Wir wissen, dass gerade auf unserem Bundesland eine ganz große Hoffnung liegt, dass wir vielleicht das erste Bundesland sind, wo die Regierung durch die AfD gebildet wird und wo wir dann tatsächlich wieder eine bürgerfreundliche, bürgernahe Politik machen können. Das ist unser Ziel für diese Landtagswahl. Und wenn wir das schaffen, dann wird von hier, denke ich mal, ein ganz deutliches Signal für ganz Deutschland ausgehen. Sie stehen ja vor der Frage, AfD wird stärkste Partei, allen Umfragen nach, vielleicht 35%. Aber wer ist dann am Schluss der Partner? Und natürlich, bei vielen fällt der Blick zunächst auf die CDU in Sachsen, die ja zweitplatziert ist, bisher regiert. Sie kennen die CDU hier aus dem Landtag. Hat die CDU hier im Landtag Sachsen schon jemals mit der AfD zusammengearbeitet? Nein, hat sie nicht. Die CDU hat einige Antragsideen von der AfD übernommen. Da denke ich an die Finanzierung des Breitbandausbaus. Ich denke an die Landarztquote beim Medizinstudium. Das sind Dinge, die sind von uns eingebracht worden, die hat die CDU übernommen. Aber im Antrag von der AfD ist bisher noch nie zugestimmt worden. Und vor dem Hintergrund sehe ich gerade jetzt bei der Landtagsfraktion der CDU noch keine Bewegung in Richtung AfD. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir ein deutliches Ergebnis haben, weil ich glaube, die Bewegung innerhalb der CDU kann nur dann entstehen, wenn klar ist, dass sie mit ihrem Brandmauerkurs sich selbst sehr beschädigt. Dann werden die Diskussionen anfangen. Wir können froh sein, dass wir jetzt die Kommunalwahlen hatten. In den Kommunalwahlen ist die AfD sehr stark geworden und die Brandmauerdiskussion in den Kommunen ist weitgehend verstummt. Also dort gibt es diese Brandmauer weitgehend schon nicht mehr. Und das ist der richtige Weg. Wir müssen so stark sein, dass an uns kein Weg vorbeigeht, auch in der Landespolitik. Und dann denke ich auch, dass da Bewegung reinkommt. Viele, auch Wähler, denken ja, dass die CDU durch Friedrich Merz in einer Art Erneuerungsprozess ist, weg vom Mägelkurs. Wie würden Sie den Kurs der CDU beurteilen? Also die CDU macht auch heute das, was sie am besten kann, nämlich ihr Fähnchen in den Wind hängen. Und genauso wie Frau Merkel ihr Fähnchen in den Wind gehängt hat, indem sie gesagt hat, Atomausstieg müssen wir jetzt machen, die Stimmung ist gerade so, oder wir müssen die Grenzen öffnen, die Menschen wollen keine hässlichen Bilder, so geht das weiter. Die CDU versucht immer, ihr Fähnchen in den Wind zu hängen. Und klar, die Stimmung ist jetzt in Deutschland eine andere. Die Probleme mit der Migration werden immer offensichtlicher, die werden immer drängender. Und jetzt beginnt die CDU natürlich auch in dieser Richtung zu argumentieren. Das kann nicht so weitergehen. Also insofern erwartbar beliebig die CDU, immer so, wie es gerade passt. Und das ist für die CDU-Wähler natürlich eine große Enttäuschung. Die CDU-Wähler wollen natürlich einen ganz straffen, verlässlichen, konservativen Kurs. Und den kriegen sie eben nicht mehr. Das ist auch ein Grund dafür, warum die AfD überhaupt so stark geworden ist. Und das ist auch ein Grund dafür, warum andere Parteien, wie zum Beispiel die Werteunion, sagen, wir werfen mal unseren Hut in den Ring. Wir stehen für eine ehrliche, konservative Politik, nicht heute so und morgen so, und sich dort Chancen erwarten. Also über die Grünen müssen wir nicht reden, die sind ja jenseits der Diskussion. Aber über die SPD können wir schon reden. Viele Leute denken ja, die CDU ist im Vergleich zur SPD das kleinere Übel. Aber sie sind ja auch sehr friedensengagiert. Und aus meiner Sicht stellt sich gerade in der Frage von Krieg und Frieden die CDU als schlimmer dar als etwa die SPD. Da muss man ein Stück weit differenzieren, weil Sachsen dort tatsächlich ein kleines bisschen anders ist. Wir haben hier einen sächsischen Ministerpräsidenten von der CDU, der in Interviews und vor Kameras sehr gern sagt, wir brauchen eine Friedenslösung und was der Papst sagt, ist doch richtig. Und das ändert sich aber erst dann, wenn es tatsächlich zur Entscheidung im Landtag kommt. Wir hatten verschiedene Friedensinitiativen hier im Landtag, wo dann eben die SPD dagegen gestimmt hat, die Grünen sowieso, aber eben auch die CDU diese Initiativen abgelehnt hat. Und das geht weiter bei der Frage zur Sanktionspolitik. Sanktionspolitik schädlich für Deutschland, massiv schädlich, für Russland eher weniger.
kann man sich drüber streiten. Die haben natürlich sehr viel Produktion ins eigene Land jetzt genommen und haben Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern aufgebaut. Das ist für uns ein massiver Schaden. Und auch dort haben wir das Phänomen, dass der Ministerpräsident nach draußen geht und sagt, diese Sanktionen sind schädlich für uns, die müssen beendet werden. Wenn wir im Landtag aber eine Initiative haben, Beendigung der Russland-Sanktionen, und das machen wir regelmäßig, die werden ja jedes halbe Jahr verlängert in der EU, dann stimmt die CDU geschlossen gegen diesen Antrag. Also auch dort merkt man, dass es geht darum, den Wähler einzufangen, den Anschein zu erwecken, dass man eine andere Russland-Politik haben will. Wenn es zur Sache geht, wenn darüber abgestimmt wird, ist die CDU genauso ablehnend, wie es die SPD ist, wie es die Grünen sind. Ja, also wenn wir die Umfrageergebnisse uns anschauen für Sachsen, sind ja sehr interessant, nicht nur, weil hier die AfD wirklich bundesweit die besten Ergebnisse einfährt, noch besser als in Thüringen, sondern es gibt Bewegungen im Bereich neuer Parteien. Beginnen wir mal mit dem BSW. BSW ist nicht im Landtag vertreten, aber jetzt wird in Sachsen mit 11% oder noch mehr gerechnet. Was ist Ihr Eindruck von dieser Ein-Frau-Partei? Also BSW wird, wenn, wie sich das jetzt abzeichnet, mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sächsischen Landtag sitzen. Also selbst wenn dort noch Veränderungen sind bis zur Wahl, also von 11% wieder unter 5 abzuschmelzen. Also man muss damit rechnen, dass sie im Sächsischen Landtag sein werden. Und dann ist natürlich die große Frage, wen verdrängen die? Also BSW muss ja die Stimmen auch irgendwo einsammeln für die 11%. Verdrängen sie vielleicht sogar die SPD aus dem ersten deutschen Landtag seit Bestehen? Das ist ja eine ehemalige große Volkspartei. Mittlerweile scheitert sie fast an der 5%-Hürde. Was wird aus den Grünen? Die Linken werden mit hoher Wahrscheinlichkeit verdrängt werden. Das zeichnet sich ab. Also wir werden eine ganz neue Zusammensetzung des Sächsischen Landtags haben. Und die Frage, die Sie jetzt stellen, die kann ich Ihnen ehrlicherweise gar nicht beantworten, weil noch ist das Bündnis Sarah Wagenknecht eine große Wundertüte. Also Sie haben es gesagt, eine Ein-Frauen-Partei. Alle kennen Frau Wagenknecht aus den vielen Fernsehinterviews. Aber als Partei, das Personal schält sich ja erst jetzt langsam heraus, wo wir sehen, okay, das sind ehemalige Linke, die dann vielleicht auch unzufrieden mit ihrer linken Partei jetzt sagen, ich gehe zu Sarah Wagenknecht. Aber wie das Personal sich aufstellt, ob das Personal bereit ist, sachlich zu entscheiden, also zum Beispiel auch AfD-Anträgen zuzustimmen, wenn sie inhaltlich dasselbe vertreten, kostenloses Schulessen, Stichwort, ne? Das ist was wir immer beantragen im Sächsischen Landtag, was die Linke ablehnt, wenn wir es beantragen. Und wenn es die Linke beantragt, stimmen wir zu. Also weil wir meinen es in der Sache einfach ernst. Und bei den Linken ist dann immer, es kommt drauf an, von wem es kommt. Also das ist nicht abzusehen. Ich bin da gespannt, auch was sich da personell herausschälen wird, inwieweit da Gesprächsbereitschaft da sein wird, bin ich wirklich gespannt. Aber zum heutigen Zeitpunkt eine reine Wundertüte. Ich gehe davon aus, dass man im Wahlkampf auch vor allen Dingen mit Sarah Wagenknecht Werbung machen wird und mit nicht viel anderen, weil sie ist am bekanntesten. Und dann müssen wir uns überraschen lassen. Also für uns kann ich sagen, wir sind offen gegenüber jeder neuen Partei, gegenüber jeder Partei, wenn wir uns darüber unterhalten, ob wir inhaltlich was gemeinsam bewegen wollen. Und wenn es Dinge gibt, die man inhaltlich gemeinsam vertritt, dann bin ich bereit, mit jedem darüber zu reden. Dann müsste man nicht sagen, weil die CDU so weit nach links gegangen ist, schon beginnend mit Angela Merkel, dass Stand heute das BSW, obwohl es von einer ehemaligen Kommunistin gegründet wurde, konservativer ist als die CDU. Nee, das kann man nicht sagen. Also dazu ist BSW tatsächlich noch zu unklar. Ich habe mir das mal angeguckt. Die Internetseite hat ja ein sehr kurzes Programm. Das sind ja 2-3 Seiten Text und das war's. Mehr ist es nicht. Also das ist wirklich eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Dort zu beurteilen, wo das hingeht, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich meine, wir haben die Schnittmenge, was eine friedliche Außenpolitik angeht, ist klar. Da sind wir genau auf derselben Wellenlänge. Bei vielen anderen Fragen wird es dann schon schwierig. Also gerade wenn es in den Bereich reingeht, inwieweit wollen wir große Unternehmen verstaatlichen, weil sie Monopolstrukturen haben. Dort stehen wir als freiheitliche Partei natürlich dem ganz anders gegenüber als vielleicht eine Frau Wagenknecht, die ja das im Prinzip schon im Programm drin hat. Und es gibt viele soziale Bereiche, wo Schnittmengen drin sind. Wir wollen die Familien entlasten, kostenloses Mittagessen, Kita-Beiträge absenken, wo ich denke, dort müsste man sich eigentlich inhaltlich unterhalten können, weil den Anspruch, eine soziale Partei zu sein, hat ja Frau Wagenknecht auch. Oder im Bereich Altersversorgung, Renten, von denen man anständig leben kann.
eine ordentliche Ausstattung der Pflege. Dort haben wir sehr, sehr viele Vorschläge auch selber hier schon im Sächsischen Landtag eingebracht, wo ich mich auf eine Diskussion freuen würde mit einem neuen Diskussionspartner, der tatsächlich bereit ist, in der Sache zu diskutieren und nicht parteipolitisch. In dem ganzen Bereich woke Politik, also Gender, Mann-Frau-Verhältnis, Frühsexualisierung, Zerstörung der deutschen Rechtschreibung und Grammatik, Sprachvorschriften, Kultur, Zensur, da ist doch bei der Wagenknecht eigentlich alles im Lot, oder? Nee, kann ich nicht sagen. Also Wagenknecht, ich sag's nochmal, sehr kurzes Programm, gerade in solchen Detailbereichen sehr ungenau. Dort müsste man sich dann darauf verlassen, was die Dame vielleicht mal in der einen oder anderen Talkshow gesagt hat, aber das ist mir zu wenig. Also das muss dann auch irgendwo mal schriftlich fixiert sein, sodass man davon ausgehen kann, dass sich eben die Parteikader, die dann als Landtagsabgeordnete hier sitzen, auch wirklich daran orientieren, weil wir sehen es ja auch heute schon. Wir haben in der Partei eine Parteivorsitzende, die Frau Mohamed Ali, die ist ja vor nicht allzu langer Zeit noch rumgelaufen und hat gesagt, wir dürfen Zuwanderung nicht begrenzen, zum Beispiel. Also was im krassen Widerspruch ist zu dem, was diese Partei heute sagt. Deswegen denke ich schon, es ist wichtig, dass man eine Partei an ihrem Programm misst. Und dort ist Sarah Wagenknecht heute sehr uneindeutig. Wer eindeutig ist oder zumindest im Abstimmungsverhalten eindeutig ist die CDU. Also wir haben die Anträge hier im Sächsischen Landtag gestellt. Gendersprache raus aus sächsischen Behörden, raus aus sächsischen Schulen. Die CDU sagt das zwar öffentlich, stimmt aber gegen unseren Antrag. Und letztendlich beruft man sich dann in Sachsen auf die sogenannte Lehrmittelfreiheit. Das heißt, der Lehrer kann selber entscheiden, mit welchen Lehrmitteln er arbeitet. Und dort drin wird dann gegendert, ohne dass es eben disziplinarrechtlich verfolgt wird vom Kultusministerium. Also die CDU macht sich dort einen sehr schlanken Fuß. Man verkauft sich gerne als konservativ. In der Umsetzung ist man dann aber im Prinzip nicht anders als die Grünen oder als die SPD. Und das stellt ja Ihre Partei oder Ihre künftige Landtagsfraktion vor ein Dilemma. Mit wem können Sie am Schluss eher? Mit der CDU oder mit dem BSW? Weil in dem Dreieck wird sich das ja abspielen. Und wir sehen jetzt schon, wie dieses perverse Bündnis BSW und CDU heranwächst. Also die wollen schon. Aber wenn Sie in dem Dreieck das Sagen hätten, in welche Richtung ging es bei Ihnen? Ja, also wir streben an, dass wir hier stärkste Kraft werden, und zwar so stark, dass wir allein regieren können. Das ist kein unrealistisches Ziel, und es würde uns eben genau dieses Dilemma auch ersparen, dass wir erstens mit einer CDU, die ja an vielen Missständen im Land ursächlich schuld ist, irgendwie kooperieren müssten, und das Dilemma mit einer Partei von einer ehemaligen Kommunistin geführt, die man programmatisch noch gar nicht richtig festmachen kann. Unser Ziel ist, wir wollen nicht nur 35%, wir wollen an die 40 rankommen. Das ist nicht völlig unrealistisch. Damit hätten wir die Situation nicht, dass wir uns mit Leuten, sage ich mal, einigen müssen, mit denen wir an einigen Stellen eben nicht auf einer Linie sind. Dann könnten wir unser AfD-Programm, so wie es die Leute auch kennen aus der Landtagsarbeit, alle Anträge, die wir hier gestellt haben, die wären dann umsetzbar, ohne dass wir da irgendwelche Kompromisse schließen müssten. Ja, natürlich ist es immer das Bestreben einer Partei, absolute Mehrheit und dann allein Regierung. Aber einen Plan B brauchen Sie trotzdem. Der Plan B, den habe ich schon angedeutet. Ich bin prinzipiell bereit, mit jedem zu sprechen, der ehrlich etwas Gutes für unser Land tun will. Und dann muss man sich eben, wenn so eine Gespräche stattfinden, entscheiden, ob das, was da an Gemeinsamkeiten da ist, ausreicht, um das, was nicht eben, wo man sich nicht einig ist, zu überdecken. Also ist der Gewinn fürs Land wirklich groß genug? Das ist aber, sind aber Dinge, die stellen sich erst nach einer Wahl. Also das, ob überhaupt jemand mit uns redet, wird ursächlich am Wahlergebnis abhängen. Und deswegen sage ich mal, wir kämpfen darum, dass wir jetzt das beste Wahlergebnis haben. Wir haben sehr viel vorzuzeigen. Wir haben in den 10 Jahren, die wir jetzt im Sächsischen Landtag sind, konstant und eine einheitliche Linie gefahren, wo man uns dran festmachen kann. Kritische Auseinandersetzung mit erneuerbaren Energien, familienfreundliche Politik, ne? Kita-Gebühren senken, kostenloses Mittagessen, Breitbandausbau, Wirtschaftsfreundlichkeit. Also wir haben eine sehr verlässliche Politik vorgezeigt in den letzten 10 Jahren. Dafür werben wir. Und ich möchte auch wirklich keine Werbung für eine andere Partei machen. Unsere Partei ist berechenbar. Jeder kann sich daran orientieren, was hier in den letzten 10 Jahren passiert ist. Und das sollte eigentlich helfen, dass die meisten Leute, die jetzt eben auch enttäuscht sind von Parteien wie der CDU, die eben heute so und so und morgen so macht, sich da abzuwenden und zu sagen, wir geben mal der AfD eine Chance, weil wir wollen ja eine Veränderung. Wir wollen, dass es nicht so weitergeht wie bisher.
Und da sind wir im Moment das beste Angebot. Und dafür werbe ich. Und ich kann auch nur dafür werben, uns stark zu machen und sich nicht auf neue, wenig bekannte Parteien jetzt einzulassen, von denen man am Ende gar nicht weiß, was man bekommt. Also bei uns ist relativ klar, was man bekommt. Bei neuen Parteien, egal ob es Wagenknecht ist oder die Werteunion, das ist ja alles mit großen Fragezeichen versehen. Da weiß ich als Wähler gar nicht, ob die Hoffnung, die ich da rein, sage ich mal, projiziere, am Ende wirklich erfüllt wird. Ja, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, die CDU ist sowieso eine Altpartei, hat wahnsinnig viele politische Fehler, ich sag Verbrechen, auf dem Kerbholz. Die Wagenknecht-Partei ist auch eigentlich kein Partner aus meiner Sicht. Ja. Aber ob es dann für eine Alleinregierung reicht, ist dann schon ein Wabon-Spiel. Und jetzt haben Sie schon die Sache mit den neuen Parteien so ein bisschen in die Diskussion gebracht. Gäbe es nicht die Möglichkeit einer konservativen Regierung ohne Altparteien, wenn wir zum Beispiel an die Freien Wähler denken, die ein Potenzial links von der AfD binden könnten, und an die Freien Sachsen, die ein Potenzial rechts von der AfD binden könnten. Und wenn die beiden Erfolg haben, dann könnte da auch ein Dreierbündnis wie etwa in Italien entstehen. Also wir haben in Sachsen die Situation, dass unsere sächsische Verfassung sagt, im Landtag sind nur die Parteien, die entweder zwei Direktmandate erringen oder über die 5%-Hürde kommen. Bei den Freien Sachsen kann man da im Prinzip einen Haken dran machen. Die werden weder ein Direktmandat erringen, noch ansatzweise in den Bereich der 5% kommen. Das sind verlorene Stimmen tatsächlich, kann ich auch nur jedem sagen. Also die Stimme, die dort verloren geht, ist am Ende nicht im Landtag repräsentiert. Und auch bei den Freien Wählern habe ich Zweifel, ob sie an die 5%-Hürde herankommen, weil sie konkurrieren ja auch mit anderen Parteien. Wir haben jetzt die Werteunion, wir haben noch die FDP. Die werden es alle nicht schaffen. Aber diese Parteien, die tun sich ja gegenseitig die Stimmen wegnehmen, sodass man davon ausgehen muss, dass diese Parteien nicht in den Landtag kommen. Und auch dort mein Appell eigentlich an die Wähler, riskieren Sie nicht, dass Ihre Stimme am Ende im Papierkorb landet und nicht im Landtag vertreten ist. Es gibt eine Alternative, die wirklich für eine neue Politik steht. Das ist die AfD. Da sind die Stimmen am besten aufgehoben. Aus Ihrer Sicht völlig plausibel. Aber stimmen Sie meiner grundsätzlichen Analyse zu, dass es links von der AfD und rechts von der CDU ein Potenzial gibt, dass zum Beispiel die Freien Wähler ansprechen könnten und die AfD nicht mehr und umgekehrt auch rechts von der AfD ein Potenzial gibt, was die AfD nicht mehr erreicht, aber die vielleicht die Freien Sachsen erreichen können? Also wie gesagt, wir haben das zum Teil in den Kommunalparlamenten. In den Kommunalparlamenten, ich habe es ja schon angesprochen, gibt es die Brandmauer nicht, so wie sie hier im Landtag gepflegt werden. Dort gibt es ja oftmals schon die Kooperation. Also das ist überhaupt nicht das Thema. Wenn man in der Sache entscheidet, kann man in der Sache Mehrheiten bilden. Das ist auch richtig so. Also da ist auch jede Stimme gut aufgehoben. Bloß wie gesagt, im Landtag, die Stimmen werden fehlen. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht klug, jetzt zur Wahl diesen Parteien ihre Stimme zu geben, weil das sind verlorene Stimmen. Am Ende brauchen wir auch im Landtag für Gesetzesinitiativen, für Anträge, brauchen wir Mehrheiten. Und wenn ich die Mehrheit haben will, dann nützen wir die 5, 6, 7, 8% der Stimmen nicht, die am Ende die 5%-Hürde nicht überschreiten und einfach verloren sind für diese 5 Jahre. Dann gehen wir mal weg von den Kleinen und gehen wieder zum Thema CDU und BSW. Ja. Die beiden wollen ja, was man vor einem Jahr noch für eine absurde Idee gehalten hätte, die beiden wollen, glauben Sie, dass in dem Fall ein Teil der CDU-Abgeordneten sagt, wir tragen diese Koalition nicht mit, spalten uns ab und machen dann die Mehrheit mit der AfD? Das ist ein interessanter Gedankenspiel. Also ich kann das schwer beurteilen. Also ja, es gibt auch verschiedene CDU-Abgeordnete, das kennen wir ja. Es gibt CDU-Abgeordnete, mit denen wir uns tatsächlich auch regelmäßig unterhalten hier im Landtag, bestimmte Dinge auch besprechen. Und es gibt aber auch sehr viele, die die Brandmauer halten. Was das bewirken wird, weiß ich nicht. Es wäre natürlich für die CDU erstmal schon ein gewisser Bruch mit ihrer Parteigeschichte, wenn man sich jetzt tatsächlich mit einer linken Partei einlässt, geführt von einer ehemaligen Kommunistin. Diese kommunistischen Ideen der Vergesellschaftung von großen Betrieben stecken ja immer noch drin. Das klingt ja sogar im Programm an. Das wäre schon ein Bruch, sage ich mal, mit einer konservativen Linie.
wo es schwer abzuschätzen ist, was das auslösen wird. Also ich meine, auch die CDU ist ja größer als die Landtagsfraktion. Sehr viele Mitglieder, die natürlich eine andere Einstellung haben. Das wird sicherlich zu Unruhe führen. Was das für Konsequenzen haben wird, so wie Sie es beschrieben haben, ist Spekulation. Aber es wird an der CDU nicht spurlos vorübergehen. Also ich glaube auch mit Blick auf die Bundestagswahl dann. Also das wird, da wird die CDU federn lassen, wenn sie diesen Weg geht, weil das ist dann tatsächlich die Verabschiedung vom Konservativsein. Sie haben vorhin gesagt, die Verhandlungen werden zeigen, wo die größten Schnittmengen sind. Ja? Jetzt haben wir aber zum Beispiel in Österreich gesehen, wo ja die FPÖ in einigen Bundesländern mit der ÖVP, also dem Pendant zur CDU, koaliert, wurden Landesregierungen gebildet, dann hat sich gar nichts geändert. Wäre es für die AfD nicht besser, zu sagen, bevor wir uns verbiegen, entweder Richtung Wagenknecht oder Richtung CDU, dann gehen wir noch mal in die Opposition. Also absolut, diese Variante ist natürlich auch denkbar und die ist auch richtig, weil in dem Moment, wo ich mich von großen Programmteilen verabschiede, nur um an der Macht zu sein, dann bin ich nicht besser als die CDU. Da bin ich dort angekommen, wo die Altparteien sind, dass der Machterhalt wichtiger ist als das, was man inhaltlich den Wählern versprochen hat. Aber das ist eine Frage, die muss man nach der Wahl entscheiden. Natürlich ist auch das denkbar. Wir wollen das nicht, wir wollen regieren, wir wollen endlich gestalten. Aber ehe wir uns völlig verkaufen, ist völlig klar, dann sind wir lieber weiterhin starke Opposition und setzen dann auf die folgenden Wahlen. Wir werden ja nächstes Jahr Bundestagswahl haben. Das ist natürlich auch enorm wichtig, was die AfD im nächsten Jahr der Bundestagwahl für ein Ergebnis erzielt. Wir haben eine starke politische Bewegung im gesamten Land. Also man merkt das ja auch, dass bestimmte neue Parteien gegründet werden, die durchaus erfolgreich erstmal starten können. Und insofern, in so einer bewegten Zeit ist es, glaube ich, gerade besonders wichtig, dass man als AfD verlässlich zu dem steht, was man versprochen hat und sich eben nicht an die Macht verkauft. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen von 35 nahe an die 40 ran, was ist Ihr Joker im Wahlkampf? Fahren Sie nach Moskau oder? Wenn ich einen Joker im Interview ankündige, ist es kein Joker mehr. Aber einen Joker kennen wir doch schon und der heißt Maximilian Krah. Maximilian Krah, das ist kein Joker mehr, der wird im sächsischen Wahlkampf eine Rolle spielen. Er ist bei uns Parteimitglied, er ist unser Europaabgeordneter aus Sachsen und der wird im Wahlkampf mit aktiv sein. Also das ist schon angekündigt, insofern ist das auch keine Überraschung mehr. Und er ist jemand, der sehr gut ein Publikum begeistern kann. Insofern ist er natürlich auch ein sehr guter Wahlkämpfer für uns. Das glaube ich auch. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass dann die Bundesspitze der Partei sagt, wenn der euren Wahlkampf mitmachen darf, dann halten wir uns zurück. Ja, das glaube ich nicht. Also Sie sind ja sehr für Maximilian Krah in die Bresche gesprungen und haben gesagt, das Verhalten war nicht in Ordnung und unprofessionell. Vielleicht könnten Sie das nochmal ausführen? Nee, das ist abgehakt. Also das Ding ist durch. Es gab verschiedene Meinungen. Es gab eine Einigung zwischen dem Bundesvorstand und Maximilian Krah, wie man mit der Situation umgeht. Das akzeptiere ich. Und jetzt gucken wir nach vorn. Maximilian Krah wird bei uns mit Wahlkampf machen und unsere Bundesspitze wird dort genauso mit Wahlkampf machen. Alle wissen, dass Sachsen vielleicht das Zünglein an der Waage ist, damit sich wirklich etwas ändert. Und da gehe ich davon aus, dass alle mitziehen. Und Sie werden dann Ministerpräsident? Erstmal gewinnen wir die Wahl. Aber Sie haben doch im Hintergrund bestimmt schon ein Personaltableau. Richtig, aber wir haben auch gemerkt, wir sind ja frühzeitig damit auch nach außen gegangen, einfach auch, um zu signalisieren, wir sind tatsächlich bereit zur Übernahme der Verantwortung. Wir haben uns auf alle Fälle schon Gedanken gemacht, wer bei uns welche Ministerposten übernehmen kann und eben auch, wie die zweite Ebene in den Ministerien aussehen kann. Wir haben aber auch gemerkt, dass das nicht nur positiv wahrgenommen wird, sondern dass viele eben auch sagen, jetzt werden sie langsam überheblich. Insofern sage ich mal, gehe ich damit jetzt nicht nach außen hausieren. Ja, wir bereiten das vor. Ich werde jetzt aber nicht mit Personaltableaus draußen rumlaufen, gerade weil eben das zum Teil eben auch negativ angerechnet wird. Es ist unbedingt notwendig, dass man das macht. Man kann nicht sagen, mal sehen, was bei rauskommt und dann überlegen wir uns, wie wir es machen. Man muss das vorbereiten, aber es ist nicht so, dass das nur positiv gutiert wird, wenn ich jetzt schon nach dem Motto, er verteilt schon die Ministerposten. Das wollen wir nicht machen. Wir bereiten uns vor. Wir sind vorbereitet, inhaltlich und personell. Aber mit den Namen hausieren zu gehen, das machen wir
nicht. Das machen wir dann nach der Wahl, wenn es soweit ist, dass wir wirklich in die Verantwortung kommen, dann werden die Namen auch genannt. Ein oder andere ergibt sich vielleicht auch logisch aus der bisherigen Arbeit, aber das sollen die Leute dann eben auch wissen, die es beobachtet haben. Lange Zeit war ja Thüringen in den Umfragen führend. Was heißt lange Zeit? Im Verlauf des letzten Jahres war Thüringen oft vorne dran in den Umfragen. Sachsen fast genauso gut, aber Thüringen war vorne. Was haben Sie jetzt besser gemacht, damit Sie noch eins draufgelegt haben und Thüringen hat ein bisschen abgegeben? Ganz schwer zu beurteilen. Also ich tue mich da auch selber schwer. Ich weiß, dass meine Kollegen eigentlich überall eine gute Arbeit machen und die Ergebnisse sind im Osten besser als im Westen, das wissen wir. Also insofern glaube ich, die Chancen sind in Thüringen genauso gut auf ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis wie in Sachsen. Also da würde ich jetzt auch keinen Unterschied machen, weil wenn es ein großer Unterschied wäre, wenn wir über einen Unterschied von 10% oder von 8% reden würden, dann könnte man drüber nachdenken, bei diesem kleinen Unterschied macht das keinen Sinn. Sachsen war in meiner Wahrnehmung eigentlich über die ganzen 10 Jahre immer ein Stück weiter vorn, was die Zustimmung zur AfD angeht. Insofern hat das vielleicht auch ein Stück weit Tradition, dass die Sachsen da vielleicht doch ein bisschen empfänglicher sind, sage ich mal, für unsere Programmatik. Aber der Unterschied ist so gering, dass man da nicht nachdenken muss. Sie haben ja vorhin schon gesagt, die AfD darf sich nicht verbiegen. Notfalls geht man lieber wieder in die Opposition. Darauf könnte man antworten, selbst wenn sich die AfD verbiegen müsste, wäre es ein Gewinn, wenn die Brandmauer fällt und irgendwo die AfD, selbst wenn sie nicht viel durchsetzen kann oder gar nichts durchsetzen kann, Teil von der Regierungskoalition wird. Das ist nicht mein Argument, also weil in dem Moment, wo ich mich programmatisch aufgebe, ist der Schaden für die Partei eigentlich unwiderruflich und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Man kann auch als starke Opposition, gerade mit solchen Werten, wie wir sie haben, dass wir deutlich über 30% sind, kann man natürlich viele Dinge verhindern. Also Besetzung von wichtigen Gremien, Verfassungsgericht, Rundfunkbeirat. Wir können die Neuverschuldung verhindern. Wir haben eine Schuldenbremse in der sächsischen Verfassung, die kann ich nur mit einer Zweidrittelmehrheit umgehen. Das könnten wir verhindern. Das sind ganz wichtige Weichenstellungen, die man sogar aus einer starken Opposition heraus leisten kann. Und das ist am Ende viel wertvoller, dass wir geradlinig unser Programm vertreten, als dass wir vielleicht jetzt ein Jahr früher oder später in irgendeinem Bundesland an der Macht beteiligt sind. Wir dürfen auf gar keinen Fall unsere Linie, unser Programm aufgeben, weil dann werden wir ganz schnell im Lager der Altparteien angekommen. Dann wäre der Unterschied nicht mehr da, wo man sagen würde, das ist eine Partei, von der erwarte ich eine wirkliche Veränderung. Abschluss. Können Sie 3 Punkte benennen, konkret, die eine AfD-geführte Landesregierung in den ersten 100 Tagen umsetzen würde? Also das sind 3 Dinge, die kann ich direkt wieder aus dem nehmen und schöpfen, was wir im Landtag schon beantragt haben, wofür es bis heute keine parlamentarischen Mehrheiten gibt. Das erste ist ein sogenannter Kassensturz, eine Aufgabenkritik des Freistaates. Also welche Aufgaben sind entbehrlich, die können wir uns einsparen, wo können wir Geld freimachen? Das zweite ist die Abschaffung des Rundfunkzwangsbeitrages. Das ist mehrfach beantragt, bisher keine Mehrheiten dafür. Das erwarten die Wähler auch. Das kommt sofort als eine der wichtigsten Aufgaben. Und die dritte Aufgabe ist selbstverständlich der Umgang mit der Migration, das Sachleistungsprinzip überall, wo es möglich ist. Auch das mehrfach beantragt im Sächsischen Landtag. Bis heute noch keine parlamentarischen Mehrheiten dafür. Aber ich glaube, das wären auch 3 ganz wichtige Weichenstellungen, die tatsächlich auch signalisieren würden, hier wird wieder eine ganz andere Politik gemacht, die sich am Wohl des eigenen Landes orientiert. Herr Urban, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.